Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Let's Play Double Time und herzlich willkommen auf Cannelloni. Ja, natürlich andersrum und herzlich willkommen auch zu meinem ersten Unboxing-Video bzw. der ersten Unboxing-Video-Reihe. Was ich unboxen werde, sind allerlei Dinge. Ob ich das in der normalen Art und Weise tun werde, ich möchte es mal bezweifeln. Und hier ein kleines Beispiel. Diese Box werden wir uns heute mal anschauen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin nicht erfreut darüber, wie toll doch immer alles ist. Und somit viel Spaß. Kommen wir doch einfach mal dazu. Es gibt, also wie in der Branche, die wir alle kennen und die angeblich ja niemand benutzt, einen Begriff hat, wie das Ganze heißt, werde ich es auch benutzen. Hier kommt der Money Shot. Ich bin behindert. Money Shot. Ja, okay. Klappt nicht. Kinder, nicht vergessen, immer zu einem sich mit dem Messer zu einem selber schneiden, damit dann man zumindest niemand anderen verletzt, wenn das abrutscht. So, jetzt ein Ding ist ja schon rausgeflogen, aber das ist scheißegal. Jetzt endlich der Money Shot. Money Shot! Ja, also im Grunde genommen, so, ihr seht, eine formschöne Box. Kann man super viel damit machen, vor allem wenn man es vorher kaputt macht, wie ich. Ich bin vollkommen zufrieden, sie ist stabil. Ja, Leute, das muss es dann reichen für die Woche. Bis zum nächsten Mal, ne? Das ist nicht Star Wars. Ja, ich bin mal gespannt, wie gut, ob das überhaupt schmeckt. Natürlich ist es super, dass ich vorher einen Joghurt gegessen habe von Desira, denn der erhöht mein Desire hier nach dem Star Wars Space Punch. Space Punch, Gema. Aber okay, cool. Das war eine... Ich bin... etwas überrascht, dass ich jetzt nicht flamen kann, was für eine Scheiße. Hier ist ein Energy Drink drin. Okay. Mehr Brennwerte. Wow, sogar alles auf Deutsch. Unglaublich. Unglaublich. Eine Zuckerbombe wie immer. Und jetzt hier probieren wir mal. Ah. Anscheinend gibt es von dem Spiel Inner World, gab es diesen Monat eine Special Edition mit dabei. Ich bin gerade begeistert. Ich werde gerade begeistert von so einer... Das hätte ein schlechtes Unboxing-Video werden sollen, verdammt. Aber nein. So, ich hatte bei der Lootbox das Plus-Ding bestellt. Das heißt, man kriegt ein T-Shirt mehr. Für irgendwie ein paar, nicht sehr viel mehr. Und Augmented to Kill. Aha. Und das Peace-Zeichen. Und der Master Chief's Helm. Ja, zumindest die Qualität ist gut. Das Motiv ist irgendwie so lala. Und spannend. Da haben wir ein Hotdog. Jetzt wird's aber geil, jetzt wird's aber schrottig. Ein Hot Wheels, Dark Knight, irgendwas, ja. Sehen müsst, ja, wisst ihr auch gar nicht so wirklich. Jetzt schauen wir mal, ein Bedpot, was ist... Ah.
Ja, das war jetzt hier ein Hot Wheels Badpot. Das Ding ist aus Metall. Begeistert. Naja, nicht so halb begeistert, aber Spielzeug, ja. Das braucht man wirklich unbedingt. Also ich meine, da ist kein Batman drauf, kein Gar. Also es ist Hot Wheels. Gut, werde ich halt wohl. Naja. Sonst ist auch einmal Werbung hier. Geek Subscription Box. Ach so, was man hier alles kriegt. Hallo, liebe Looter, bla 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 bla. Und ein Star Wars Comic. Yeah. Wohl, yeah, schauen wir mal. Skywalker, Starschleicher schlägt zu. Es ist auf Deutsch. Es ist wirklich ein volles Comic, ohne viel Trara. Kostet normalerweise 5 Euro. Boah, auch nicht schlecht. Ich kenne auf jeden Fall jemanden, der sich drüber freuen wird. Ja. Ich bin ja schon irgendwie ein Geek. Oder Nerd oder wie auch immer. Fickt euch, okay? Bin vielleicht ein schwulen Behindert, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, ne, früh. Wer Captain America mag, ja, der ist wohl irgendwie glücklich. Es ist in Deutschland gemacht, insofern Props dafür. Unglaublich, Props dafür. Es ist in Deutschland gemacht. Captain America, Frühstücksbox, super Sache. Imperial Akademie, Pilot Institute Coruscant. Ja, mei, die wohl behindertsten Spastis auf der Welt hier. Nee, behindert sind sie ja nicht. Ich habe ja die TIE Fighter eigentlich immer gemacht, weil. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich wirklich richtig lästern und alles, ja, alles scheiße, aber. Okay, scheiße. Ich krieg's doch in der Box. Was interessiert mich nochmal ein Zettel? Macht lieber das und das weg und macht was Sinnvolleres. Was hat man noch? Ja, T-Shirt 1. Jetzt habe ich halt absolut keine Ahnung, welches eigentlich das Dezember-T-Shirt ist. Cool. Wird sich mein Kleiner freuen. Wer braucht's wirklich? Nett zum in den Schrank stellen. Scheiße zum Gedönsen. Inner World, absolut cool. Werde ich mir jetzt absolut sofort installieren. Somit, sorry. Ja, wer einen Teil von der Subscription Box haben möchte, also dieses T-Shirt hier. Und was gibt man noch? Diesen Energy Drink, den ich schon aufgemacht habe. Und diese Captain America Box schicke ich demjenigen zu, den ich unten random aus den Kommentaren rausnehme. Ich würde mich, ja, vergesst nicht, vergesst nicht, das Ganze zu subscriben. Diesen Scheiß lege ich hier auch noch rein, weil, nee, das gebe ich mal. Ja, wer das haben möchte, einfach unten was ihr machen müsst, ist das Video teilen. Daumen drauf und dann, ja. Ich benutze übrigens Billy Boys. Super Sache. Tolle Geschichte. Ganz bleiben, du Kackding. Ich sehe schon die Kommentare auf mich zukommen, aber das ist mir egal. Gay retard is on the way. Ich will ja, dass der Inhalt sicher bei euch ankommt.
So, also schreibt mir in die Kommentare. Und ansonsten, fuck, bis zur nächsten Woche oder übernächsten Woche oder wann auch immer ich wieder eine neue Box habe oder krieg. Ciao!